Guten Morgen, liebe Automatenfreunde, es geht los ab Richtung Münster erstmal und dann weiter nach Neuss. Ich habe da einen ganz speziellen Auftrag heute. Und zwar steht in Münster, da ist schon in Osnabrück, noch ein Pfand vor Vortisch einer der älteren Generationen. Und zwar beim Bowling Center. Und ja, ich habe das neue Modell des Automatenland, muss ich mit dem alten Modell begnügen. Und zwar steht in Osnabrück noch ein Pfand vor Vortisch, der abgeholt werden muss, der ist schon längst bezahlt. Und zwar beim Bowling Center. Der lief da nicht zufriedenstellend und war zu verkaufen. Und ja, wir wollten den gerne fürs Automatenland haben, um so ein bisschen mit dem Bildschirm rum zu experimentieren. Pfand vor vor, wer es nicht weiß, das ist so ein Tisch. Kannst du verschiedene Spiele drauf spielen. Und ja, steht überwiegend in Shisha-Bars und sowas. Da ist er sehr beliebt. Hier im Laden steht er natürlich auch. Und kann man in der Höhe verändern. Also ist es jetzt hier auf Cocktailtischhöhe. Man kann da jetzt ein Element rausnehmen, dann ist der tiefer, da kann man auch gut vorsitzen. Und ja, das Teil, wie gesagt, kommt nach Neuss, da werden wir ein bisschen rum experimentieren. Und auf jeden Fall fahre ich nach Osnabrück, nehme das gleich mit und dann lade ich das in Neuss ab und guck mal, was es da Neues gibt. Ich kann euch ja schon mal einen Teil verraten, es gibt eine neue Immobilie, mega groß, für noch mehr Leute, die arbeiten können und ja, noch mehr Geräte, noch mehr Platz, noch mehr Möglichkeiten. Wir können die Onkel Kramer Academy vor Ort dann endlich starten. Es war ja schon seit längerem geplant, dass wir da auf jeden Fall ja, auf, für Leute, die es gerne nicht nur per Video sehen wollen, sondern auch vor Ort sehen wollen, eine Möglichkeit haben, an den Automaten mal sich selber auszuprobieren, wie man was tauscht, wie man was ändert. Also, ja, so eine kleine Schulung könnte man sagen. Die Schulung wird voraussichtlich auch was kosten, wie viel wissen wir noch nicht. Ja, weil wenn etwas nichts kostet, ist es auch nichts wert, sagen wir aber. Und dementsprechend muss man natürlich gucken. Das sind ja noch mehrere Leute da, die auch bezahlt werden müssen. Es gibt was zu essen, zu trinken und vielleicht auch das ein oder andere Teil, was man mitnehmen kann. Und von daher haben wir uns ja, überlegt, dass wir da halt auch Geld für nehmen wollen. Und ja, auch eben den Leuten die Chance geben, die es ernst meinen, das machen zu können und nicht, dass da Hans und Franz kommt, der einfach mal an der Spirale drehen will. Ne? Ja, die Umsätze aktuell sind soweit zufriedenstellend. Ich arbeite nach wie vor am zweiten Geschäft, das ist nicht ganz so einfach. Genehmigungen und so weiter und Geräte, ich bezahle die auch nicht bar, sondern die müssen auch finanziert werden. Das ist auch nicht so ein Produkt, was die Banken oder irgendwelche anderen Gesellschaften so geil finden jetzt. Da muss man halt gucken, dass man da genau rechnet, dass man denen das genau zeigt, so könnte es laufen oder so wird es laufen und dann kann man sowas aufmachen. Allein die Geräte, die da drinnen stehen, die aktuell geplant sind, liegen bei 220.000 Euro. Das ist schon eine ganze Menge Holz. Boah, hier schön blau. Der Sega Capto Crane macht mich blau. Und übrigens, hier der Greifermann Michael Stühlhoff baut jetzt eigene Automaten. Und zwar das hier, ein viereckiger. Hat den Vorteil für Messen und so weiter. Er ist ja viel auf Messen drauf. Kann man es gut bekleben. Ja, in dem, an den Orten, wo es vielleicht ein bisschen rauer zugeht. Da muss man nicht gleich Angst haben, dass da eine Beule drin ist. Ich bin noch dabei am Arbeiten, Michael, wenn du das siehst, da muss mehr Licht dran. Also ich habe es gemerkt, das Licht zieht wirklich die Leute. Und da hatten wir schon eine richtige Ehekrise, könnte man sagen. Aber ich denke mal, eine Paartherapie kriegt das wieder in den Griff. Oh, übrigens, Ventra, September, Ende September, nehmt euch nicht viel vor. Eventuell seht ihr nicht nur die Automaten von uns da, sondern auch sowas hier. Fight, Boxer. Und Greifer und andere coole Sachen, so wie das hier, werden dann wahrscheinlich auch da sein. Und wer, wie gesagt, Bock hat, sollte sich rechtzeitig anmelden. Die Tickets sind wirklich begehrt. Und für den Notfall werden wir natürlich gucken, dass wir nachher noch welche für euch auch noch zurückhalten können. Aber dieses Jahr wird extrem geil. So, übrigens, auffüllen braucht heute keiner. Also normalerweise wird meine Frau gleich kommen, nochmal die Staubsauger anmachen kurz. Aber vom, ja, es lohnt sich heute nichts, irgendwas zu machen. Deswegen kann man sagen, man hat auch mal Tage, wo man hier ja, Ruhe hat. Oder es gibt auch Leute, die einfach sich die Füße draußen abklopfen und hier nicht viel rumsauen. Dann braucht man auch nicht viel machen. Und in der Woche reicht es tatsächlich, jeden zweiten Tag oder dritten Tag aufzufüllen. Je nachdem, wie warm das ist. Im Sommer wahrscheinlich hier wieder jeden Tag. Und die Kaffeemaschine übrigens läuft immer noch nicht. Jetzt muss ich alle Sachen neu einprogrammieren. Und das Problem ist, der hält die Programmierung nicht. Dann geht es zwischendurch die Sprache von Englisch auf, von Deutsch auf Englisch. Ah, ist das eine Katastrophe. Hat da so viel Zeit dran verbracht. Ich glaube, ich werde das Ding einfach
auf den Hubwagen setzen und einen Raum weiterfahren. Und da steht es dann einfach, weil das geht mir oft auf die. Weil du verdienst nicht viel damit. Ne? Also ich, an meinem Standort verdiene ich dir nicht viel mit. Das lohnt sich nicht. Also da noch mehr Zeit zu investieren. Aber so ist das Leben. Ne? So, ich würde sagen, wir düsen los ab Richtung Osnabrück. In eine Bowlinghalle ein Spielgerät abholen. Hätte ich früher auch nie dran gedacht, dass ich das mal mache. Und der stand da halt, ich weiß nicht, ob das so ungünstig stand. In der Bowlinghalle gehst du hin, um Bowling zu spielen und nicht um an Geräte zu spielen. Wobei man sagen muss, dass in Deutschland eigentlich so die Bowlinghalle die Arkade des kleinen Mannes ist. Ne? Also da fand man immer noch solche Geräte, Videospielgeräte, Videosimulatoren, keine Ahnung was. Ne? Und ja, das ist in Deutschland ja ein leidiges Thema. Es wird einem auch nicht so leicht gemacht. Es wird so ein bisschen gleichgesetzt wie eine Spielhalle, wo du am Zocken bist und Geld gewinnen kannst. Wobei ich halt finde, dass das eher so ein Ausnehmen der Leute ist. Also ich war da mal drin in so einer Spielhalle und also ich finde es langweilig. Ich weiß nicht, wie man sich dafür begeistern kann. Und du sitzt da, drückst den Knopf und du kannst nicht viel machen. Und ich finde es erstaunlich, wie viel Geld da investiert wird in die Geräte. Also von den Besuchern. ich glaube, manche verspielen da wirklich Haus und Hof. Und bei der Arkadehalle geht es halt vor allem um den Spaß. Na klar geht es auch um meinen Spaß, das ist das Geld, was dann rauskommt. Aber es ist ja nicht, ist jetzt nicht so Abzock in dem Sinne, ne? Finde ich jedenfalls. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr darüber denkt, aber ich finde schon. Übrigens hier auf der Todesstrecke Nummer 2, B72, ich glaube die Nummer 1 ist hier 401. Weil du einfach keine Möglichkeit hast zu überholen. Du hast ja die LKWs, die dürfen auf Landstraße oder 60 fahren. Dann wagt der ein oder andere ein gewagtes Manöver und dann ist es vorbei. Ich glaube, wenn man die Geschwindigkeit erhöhen würde, also dass LKWs auch hier 80 fahren dürften, dann wäre das gar nicht so dramatisch. Gesetz ist Gesetz, ne? Was ich ja finde, so jede Gemeinde hat irgendwie Probleme mit Leerstand und sonst irgendwas. Und einige freuen sich natürlich über die Smart Stores und sowas. Und ja, wie wäre es denn, wenn die sich auch über Arkadehalle freuen würden? Das wäre doch mega geil. Weil das kann man auch wunderbar überall mit reinbauen, also in jeder größeren Stadt zumindest. Da hat man schon mal ein Geschäft weniger, was leer steht. Aber es wird da halt, es werden einem da so ein bisschen Klötze in den Weg gelegt. Man kann jetzt nicht unbedingt dem Beamten die Schuld geben, der es bearbeitet, weil der ist ja letztendlich der das ausführt, was Gesetz ist. Es liegt dann eher an denen, die das Ganze gestalten. Und denen kann man jetzt auch keinen Vorwurf machen, die sehen das ja einfach nicht. Die kennen sich doch mit sowas gar nicht aus. Aber ich mache deswegen Videos, vielleicht spricht sich das herum und der ein oder andere sagt dann, okay, hey, vielleicht können wir sowas auch bei uns machen. Es gibt sau viele Leute, die Bock haben, sowas zu machen. Auch diese Automatenaufsteller, es wird immer mehr, also es gibt schon zig YouTuber sogar mittlerweile, TikToker und so weiter, die sich nur mit dem Thema befassen, weil die Leute feiern das einfach, dass du mit wenig Aufwand dich selbstständig machen kannst. Du brauchst nicht dieses riesen Anfangsinvest von 500.000 Euro oder sonst irgendwas, so wie es sonst ist, wenn du irgendwas machst. Ne? Die Läden stehen leer, die kann man aktuell günstig mieten, also die Mieten sind wirklich in den Keller gefallen und das ist doch jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um da durchzustarten. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ja, man die Dinger immer öfter sieht. Also ich finde das auch mega geil. Und es geht auch gar nicht darum, dass man Arbeitsplätze rationalisiert. Also man findet ja absolut momentan gar keine Leute, die irgendwas machen wollen. Und deswegen ist es mit sowas natürlich eine schöne Alternative. Und die Karten werden neu verteilt. Das ist halt, ich finde das so nach dem Krieg, wo die Karten neu verteilt. So, alles war kaputt einmal, so jeder konnte neu anfangen. Und mit der Zeit des Internets wurden die Karten neu verteilt. Und jetzt ist nochmal ein Punkt, wo die Karten wieder neu verteilt werden. Und die Leute, die Mut haben, was zu machen, du kannst da nicht warten, bis du Rentner bist, du musst es jetzt machen oder gar nicht. Die jetzt Mut haben, die werden auf jeden Fall davon profitieren. Das kann keiner sagen, ja, du hast es gut. Du hast ja diese Automaten oder du hast ja dieses YouTube oder sonst irgendwas. Das kann jeder kann das machen. Und ich bin auch nicht besonders intelligent oder sonst irgendwas. Klar, ich mache mir da viele Gedanken drüber und ich lese viel darüber und gucke mir auch Videos darüber an. Aber ich bin nicht überdurchschnittlich intelligent, vermögend oder sonst irgendwas.
Ja, mittlerweile vielleicht schon, aber am Anfang nicht. So. Also ich bin auch mit nichts angefangen. Ein Haufen Schulden. So, Osnabrück haben wir hinter uns. Boah, es ist ätzend. Für eine Viertelstunde 50 Cent und eine halbe Stunde darfst du maximal da parken. Ich war zu früh da und ich wusste nicht, dass ich in die Ladezone fahren kann. Auf jeden Fall in der Ladezone haben wir dann den Pfandbordtisch eingeladen. Die mussten ihn leider reinlegen. Der Typ war nicht so kräftig. Quasi genauso Luftpumpe wie ich. Und da haben wir ihn dann rangekippt, reingeschoben. Pappe unter. Der hat, glücklicherweise ist der alte Frankfurt-Vortisch mit Metallrahmen oder mit Rahmen auf zu. Das heißt, der wird nicht allzu viel kaputt gehen. Bei neuen Frankfurt vor wäre das nicht gegangen, weil der hat einen durchgehenden Glasrahmen und dementsprechend würde dann das Ding direkt auf dem Glas liegen und hätte den Schaden hinterher. Anders haben wir es aber hier nicht reingekriegt. Und von daher, ja, können froh sein, dass sie einen Bringdienst haben. Den Onkel Kramer Pfandfort vor Bringdienst. So, wir sind fast da. Ja, Wahnsinn. Ab durchs Ghetto. Also hier neu ist es nicht so schön. Aber dafür war es am Anfang günstig. Und wie gesagt, wir haben jetzt bald die neue Immobilie. Am 1.4. können wir da rein. Das heißt noch einen Monat und dann, ja, Katastrophe ist hier. Die Leute können irgendwo parken, weil die Leute, die hier alle parken, die wohnen da irgendwie in der Halle da drinnen und ja, fahren das Auto nur weg, wenn sie ihre Heimat fahren. Der nächste Stopp befindet sich links, ja. Müdericher Straße 13. Müdericher Straße 13. Ziel erreicht. So, hier vorne sitzt der Herr Werner immer, den werde ich vermissen auf jeden Fall. Herr Werner ist ein bisschen speziell, aber ich mag den gerne. Das geht hier, das fehlen hier wirklich nur noch die brennenden Mülltonnen, ne? Also wenn man hier durchfährt und man das so sieht. Das ist schon Katastrophe. Das müssen wir mal kurz hier auf den Parkplatz draufstellen. Ich hoffe, die steinigen uns nicht gleich. Dann werden wir gleich mal das Ding da ausladen. So, da sieht man noch die professionelle Verladung. Ja, natürlich schön auf Pappe. Wie gesagt, hier ist bald Geschichte. Bald in der neuen Immobilie. Und dann geht es richtig wild ab. So, da ist er, der Pfandfort. Für wie viel Euro? Sonderangebot. So, 2 Euro. Und hier, das ist ein typisches Gerät, das ist super fürs neue Büro. Um den Display zu reinigen. Ja. Display-Reinigungsholz. Jetzt muss die oberste. Hier gab es einen Schlüssel dabei. Erstmal muss ich gucken, ob da noch Geld drin ist. Hatten wir einen Flipper. Nicht das, weil ich habe ja schon den Tisch abgeholt. Scheiße. Ah, der kann Schlüssel haben, der steckt. Hast du unten geguckt? Unten ist gar nichts eigentlich. Unten ist blau, schwarz, schwarz. Das dieses mittlere Element. Die sind vom Gaumen, Mann. Nein. Komm, ich bin da raus. Hast du morgen zu Spinne auf deinem Kopf? Von Tab Österreich. Das mittlere Ding kannst du rausnehmen hier. Aber ich glaube, der Gaumenmann verkauft hier auch. Ich weiß es gar nicht. Und hier noch ein großes Werbeschild. Der ultimative Spieltisch. Ja, Paul, das? Darfst du haben für deinen Laden. Die Werbefläche schenke ich dir. Das ist aber nett von dir. Mach mal, hier ist ein Computer drin. Damit kannst du nicht. Guck mal, Paul, das ist auch noch ein Geschenk für dich. Das ist toll. Oh, den Tornado. Da packt der Chef dann auch selber mal an. Ne? Transport auf jeden Fall gut überstanden. Aber bei mir gehen bis 500 Euro rein, bei dir nur bis 100. Ja, ich kann einen Plastikshop aufmachen. Natürlich. Oh, hier, das ist ein LKW-Fahrerspiel. Das ist aber nicht so die Creme de la Creme der Spiele drauf. Ja. So, jetzt haben wir natürlich diese weißen Flecken drauf. Das wird Staub sein, weil der Staub hier irgendwie unterkommt und dann da sich absetzt. Das ganze Gerät erstmal entstaubt. Jetzt nehmen wir gleich den Touch einmal ab und hoffen, dass wir das dann da gereinigt bekommen und dass wir wieder ein durchsichtbares, also durchsichtiges Ding jetzt haben. Haben wir gleich New Machine. Ja, was machen wir jetzt mit dem Tisch? Natürlich spielen wir einmal damit und letztendlich wird er nachher verwendet, um wenn wir Gespräche haben, dass wir da Präsentationen drauf ablaufen lassen können, auch den Kunden was zeigen können, was konfigurieren können. Dafür ist jetzt der Tisch gedacht. Und da haben wir ein echtes Schnäppchen gemacht. Ich habe für meinen, ich glaube, 4 bezahlt oder 3,5 und für den hier haben wir nur 2.000 bezahlt. So, wir haben jetzt einmal den Dreck dazwischen befreit. Oh, guck mal, ich hab's zum. Hier,
Oh. Ich habe ihn fast. Wir haben ihn fast geknackt. So, jetzt wird das ganze Ding als erstes gehackt. Also den Dreck in den Zwischenräumen haben wir alle einmal raus. Touch quasi gereinigt und jetzt wird da als nächstes noch. Ja, guck mal hier. Hey. Jetzt kommt ein neues Oberteil rauf. Jetzt sind wir im Menü drin schon mal. So, wer möchte, für 7.000 Euro haben wir insgesamt 5 Automaten. Alle Automaten sind ungeprüft, der hier geht auf jeden Fall. Teilweise können die kein Schloss haben oder keine Zahlungsmethoden. Drüben steht noch ein G-Drink 6er. Der andere ist ohne T-Händel quasi, T-Händel-Schloss. Und hinten haben wir nochmal genauso einen Schachtautomaten wie da. Also die beiden gehen auf jeden Fall. Und es kann halt sein, dass in einigen Teilen fehlen. Wer möchte, der kann gerne über onkelkramer.de über das Kontaktformular gehen, also bitte nicht anrufen und sich da melden. Wer es zuerst nimmt, kriegt zuerst. Also wer zuerst kommt, der malt zuerst. Wer zuerst malt, kommt zuerst. So, geht halt raus ohne Gewährleistung oder sonst irgendwas. Für eine schmale Mark auf jeden Fall. Wir können das nicht gebrauchen, warum sollen wir damit umziehen? Und jemand anders kann sich da auf jeden Fall auch was Vernünftiges draus bauen. 5 Automaten für 7.000 Euro. Das sind übrigens Indoor-Geräte, also keine Outdoor-Geräte. Kann man vielleicht Semi-Outdoor stellen, also wenn man ein Dach drüber macht oder sowas. Oder als Ersatzteillager nutzen, weil es sind halt Vendo-Standardsachen da drin, die verbaut sind. Und dementsprechend hat man 5 Automaten für einen schmalen Taler. Kann die zur Not auch selber fertig machen, also die Teile gibt es ja alle noch. Und die dann weiterverkaufen. Also wie gesagt, wer Interesse hat, der Kracher. 5 Automaten für nur 7.000 Euro, ist das der Wahnsinn? So, mittlerweile ist schon dunkel. Und ich weiß nicht, wie man hier wohnen kann. Also es müssen ja, die meisten Leute müssen ja gerne in einer Stadt wohnen. Weil da wohnen ja nun mal die meisten, ne? Aber ich persönlich könnte jetzt nicht wohnen. Na gut, man hat Vorteile, hat aber auch Nachteile. Also es muss jeder, oder darf ja zum Glück jeder für sich selber entscheiden. Dass wie er das macht, ne? Ja, die neue Immobilie ist 11 Kilometer nochmal Richtung Düsseldorf. Und ich war selber noch nicht da, ich bin echt gespannt. Ich hoffe, man sieht da was im Dunkeln. Und auf jeden Fall mega, weil wir da viel mehr machen können, viel mehr Möglichkeiten haben. Und ja, auch wo der Kunde letztendlich was von profitiert halt, ne? Von Platz, von mehr Leuten, die auch ans Telefon gehen. So, das letzte Mal dann über den Rhein und beim nächsten Mal ziehen wir um hier. Danach halten Sie sich links. So, wir fahren jetzt direkt Richtung. Jetzt sei doch mal leise, Mensch! Danach biegen Sie links ab. Hier links oder eine weiter links? Eine weiter links. In 120 ja. Biegen Sie links ab. Bin ich froh, wenn ich wieder Tesla fahren kann. Da vorne ist einer. Ja, ist direkt neben dem Flughafen die Immobilie. Das heißt, wenn dann ein Jet irgendwie durchstarten muss und nicht mehr hochkommt, dann fliegt er direkt bei uns rein. Das Navi ist wirklich Katastrophe. Nicht mal eine richtige Landkarte, dann kannst du nicht irgendwas ändern oder irgendwie auf Musik gehen oder es ist alles so kompliziert, ne? Und es sieht auch ab davon. Da müsste es sein, da vorne rechts. Hier. Ah, ist schon zu, scheiße. Das ist das Ding. Hier vorne sogar Parkplätze, das ist cool. Kann man hier draußen schon stehen bleiben. Richtig mit Rolltor, mit Jalousien. Schöner Eingang. Das ist schon eine andere Hausnummer, ne? Alarmanlage. Hier rechts mit Ladesäulen. Also ist auch endlich mal an die Tesla-Fahrer gedacht. Oh, ja, da geht's aber, wenn das mal abschützt hier. Also hier ist zu. Hier kommen wir nicht rein. Da können wir ein bisschen rumlaufen. Riesending. Riesending. Ich könnte mal auf Google gucken. Icaro Straße 24. Was ist das denn gegenüber? Automatenlandfarben schon. Ich weiß gar nicht, was das ist. Eine Parkplätze ohne Ende. Hinten ist dann die Halle, wo man mit dem LKW anliefern kann. Fahrräder kann man hinstellen. Hier ist alles zugewachsen. Vielleicht kann man noch ein bisschen dran vorbeigucken. Hier ist ein Loch, wo man durchgucken kann. Aber man sieht nicht viel, ne? Man sieht nur die Riesenhalle. Oh, das ist so toll, dass man endlich Parkplätze hat. Das war vorher sowas von Katastrophe. Weil es einfach nicht mehr ging. Also es war zu voll. Wir haben zu wenig Räume für die ganzen Leute.
Da hinten kann man auch hochgehen, das Lager ist eine Treppe. Also ich freue mich auf jeden Fall riesig darauf, dass wir bald hier richtig geil was starten können. Und vor allen Dingen könnt ihr mit dabei sein, wenn wir die Vor-Ort-Kurse machen. Also Onkel Kramer Academy Real Life. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, wie ihr darüber denkt. Heute war mal ein bisschen andere Folge. Ich hoffe, das ist okay. Und wenn ich öfter mal sowas machen soll, dann sagt gerne Bescheid. Hier, da kommt das nächste Flugzeug. Das nehmen wir noch mit. Guck das an. Hammer. Im Sekundentakt fliegen die hier rein. Hä? Ist das geil? Industriegebiet ist das, interessiert das ja keinen, ne? Aber wenn man gutes Zeichen, kann man hier auch mal laut sein. Und ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare. Mir gefällt das richtig gut und ich freue mich richtig darüber, was hier alles passiert. Lasst ein Abo da. Bis dann. Euer Onkel Kramer. Ciao.